Gut, Liste ist offen. Spiel sollte auch funktionieren, dass wir hier nicht nur vom Pokémon Center rumstehen. Dann können wir uns auf den Weg machen. Wir werden heute wahrscheinlich sowieso überwiegend erkunden. Und ich glaube, ich ziehe das Dokument auch nochmal hier eben rüber. Wir werden halt überwiegend halt wirklich erkunden und quatschen und kämpfen und ja. Beim letzten Mal mit der Afterstory hier angefangen, da habe ich den Hürdenmodus eingeschaltet. Wir haben auch ein bisschen was erkundet, beispielsweise die Wunderbrücke, die Schwarze Stadt, den Wendelberg, das war, glaube ich, mit das größte Gebiet. Aber abseits davon haben wir halt viele Kleinigkeiten gemacht. Wir haben gegen Matisse nochmal gekämpft, wir haben gegen Lauro gekämpft, wir waren auf der MS-Einheit Royal, all solche Dinge eben. Also da hatten wir durchaus ein bisschen mehr Abwechslung insgesamt, weil wir eben viele kleine Dinge gemacht haben. Heute vermutlich eher mehrere große Gebiete. Die Frage ist, will ich den Schnee behalten? Ich glaube, wir wechseln einmal die Jahreszeit. Dadurch, dass ich jetzt hier draußen gespeichert habe, ist quasi die Jahreszeit auch geblieben. Und wenn ich jetzt einmal rausgehe, dann springt die einmal auf Frühling um. Und dann sieht Nevajo plötzlich ganz anders aus. Das finde ich immer noch voll cool. Also ich finde es ein bisschen schade, dass sie das Jahreszeitenprinzip nicht zurückgeholt haben, weil ich mochte das tatsächlich extrem gerne. Ich kann verstehen, dass es vielleicht hier und dort ein bisschen nervig war, wenn es manche Pokémon nur zu gewissen Jahreszeiten vielleicht gab, wobei ich weiß gar nicht, ob es sich auch darauf bezogen hat. Aber ich weiß, dass man manche Gebiete nur mit bestimmten Jahreszeiten erreichen konnte, weil dann durch den Schnee oder durchs Laub oder so sich neue Wege eröffnet haben. Was natürlich ein bisschen nervig sein könnte, ja. Das gebe ich zu. Aber ich fand das einfach super spannend. Also ich bin sowieso auch ein großer Fan immer gewesen vom Tag und Nacht weg. Ach, da sind wilde Pokémon im Wasser. Ganz vergessen. Nein, ich bin cooler. Habe ich nicht sogar flunschig vorne? Ja. Also ich mochte den Tag- und Nachtwechsel immer total gerne. Ich fand den ganz, ganz früher in Gold, Silber und Kristall ein bisschen nervig, weil der Game Boy Color war halt noch nicht so wirklich gut beleuchtet und wenn es dann dunkel war, habe ich nicht so viel gesehen. Also das war immer so ein bisschen, Aber insgesamt fand ich es halt echt toll, dass einfach alles so komplett anders aussah. Andere Pokémon konnte man fangen. Es gab vielleicht auch gewisse Events. Ich erinnere mich an die Polizisten, die nur nachts kämpfen wollten früher. Nach Tara konntest du dir zum Beispiel auch nur nachts machen. Also das fand ich voll cool und ich war irgendwie dann auch ein bisschen enttäuscht, dass sie es dann in der dritten Gen wieder rausgenommen hatten. Hab mich mal gefragt, wie ich jetzt meinen nach Tara kriegen soll. Also das fand ich dann immer so ein bisschen eh. Aber prinzipiell mochte ich den Tag-Nacht-Wechsel super, super gerne. Die Wettereffekte auch. Also ich meine, klar, so manche Wettereffekte waren im Kampf immer super anstrengend. Also mein Paradebeispiel ist eigentlich immer die Wüste in Höhen. Doppelkampf. Zwei Pokémon Bedrohung, vergiftet und Sandsturm. Das war sehr anstrengend für mich damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Gegner hatte irgendwas, ist auch egal. Und ich hatte mein Magnein. Und dann hat man den Doppelbedroher. Dann kam der Sandsturm jede Runde. Und dann, wie gesagt, hat das Gift irgendwie noch eingesetzt. Also, das war super anstrengend. Das hat mich sehr wütend gemacht damals. Deswegen, ja, klar, sowas kann schon anstrengend sein. Aber prinzipiell fand ich immer Regen eigentlich super atmosphärisch oder Schnee oder gut, ich glaube, so extremen Sonnenschein hat man eigentlich eher selten gehabt, aber auch Sandsturm und so fand ich immer super toll. Und deswegen mochte ich die Jahreszeiten auch. Weil, gut, fairerweise, ich habe früher Spiele auch in 2 Wochen durchgespielt und dementsprechend habe ich nicht viel von den Jahreszeiten immer gesehen. Die wechseln ja alle 4 Wochen. Aber je nachdem, wann ich halt gestartet habe, hat das manchmal schon gepasst. Und dann fand ich es immer total toll, wenn dann, weiß ich nicht, Frühling hast du die Kirschblüten gehabt und so und im Sommer waren es dann teilweise, glaube ich, also ich glaube, im Frühling war viel Kirschblüten und so und im Sommer war dann eher so wirklich grüne Bäume. Im Herbst dann das Herbstlaub, im Winter ist auch klar. Ich glaube, Frühling und Sommer haben noch die wenigsten Unterschiede. Aber wenn du dann wirklich Sommer und Herbst hattest oder so, fand ich ziemlich cool. Und auch da war ich dann wieder traurig, dass sie es rausgenommen haben. Deswegen, weiß ich nicht. Eine kleine Spielerei irgendwie, aber mochte ich immer sehr gerne. Genauso wie, wo ich es gerade im Chat lese, die Ballkapseln. Ist auch eine komplette Spielerei, die man jetzt nicht zwingend braucht und die leider viel zu spät kam in Diamant, Perl, Platin. Aber habe ich super gerne gemocht. Ich fand das so cool.
Ich glaube, jeden Tag wechseln die Sticker eventuell in Sonnewig. Jeden Tag zu gucken oder jede Woche? Ich glaube, jeden Tag, oder? Was es da für Sticker gibt, um dann meine Ballkapseln zu dekorieren, fand ich immer super geil. Genau wie das Pokémon hinterherlaufen können. In HeartGold und SoulSilver fand ich super cool, mit meinem Pokémon spazieren zu gehen. Hätte ich mir auch gewünscht, dass sie das viel öfter irgendwie einbauen. Also das sind wirklich so Dinge, Tag-Nacht-Wechsel, Wettereffekte, Jahreszeiten, die ich super mag und wo ich teilweise so ein bisschen traurig bin, dass sie nicht alles immer übernommen haben. Ballkapseln finde ich super geil und Pokémon, die hinterherlaufen auch. Also würde ich weiß nicht, ob es vielleicht dann so ein bisschen den Reiz, ob der Reiz dann weg wäre, wenn es in jedem Spiel so wäre, aber ich fand das, wie gesagt, immer voll cool. Oh, Matschbombe. Warum nicht? Ja, mit dem Lagern war das mit den Ballkapseln ein bisschen blöd, das stimmt. Ich meine, sie haben es ja eigentlich mit jeder Gen auch so ein bisschen angenehmer gemacht in vielen Punkten. Also könnte man das eventuell heutzutage auch ein bisschen schöner machen. Wo ist mein Schutz? Da. Ja, das Pokémon hinterherlaufen in Schwert und Schild fand ich sehr fragwürdig. Zum einen kam es erst in den DLCs, was ich so ein bisschen, ja, vor allem es kam doch, glaube ich, erst am Ende vom DLC sogar. Bedeutet, du hast eigentlich, ja, nicht viel davon gehabt. So, wirklich. Und ich fand das aber cool, weil ich mag das ja, wie gesagt, sehr gerne. Und ich habe es mit allen meinen Teammitgliedern ausprobiert. Und, sagen wir einfach, ich war nicht sonderlich glücklich damit. Weil das Problem war einfach bei meinem Durchspielteam, ich hatte mein Inteleon, das war zu schnell. Also das war super schnell irgendwie und ist mir dann immer in die Hacken gelaufen. Dann hatte ich so andere Pokémon wie Motineva und Motineva ist genauso langsam wie Snomnom, was einfach 1 Million Kilometer hinter mir irgendwo war. Also entweder waren die Pokémon einfach viel zu langsam oder sind mir die Hacken gesprungen. Eins von beiden. Ich hatte, glaube ich, sehr wenige Pokémon, bei denen das tatsächlich... Frag mich nicht, warum Motineva so lahmarschig ist. Ich dachte mir auch so, ja klar, fliegt hinter dir her, ist bestimmt voll cool und so. Und dann ist das Ding einfach genauso lahm wie Snomnom. So, hä? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also das fand ich sehr enttäuschend, weil ich glaube, ich weiß gar nicht. Inteleon ging, glaube ich, sogar noch halbwegs. Ich glaube, ich habe meistens Zwollock genommen, weil da hat es halbwegs funktioniert. Und Wolli ist sowieso süß, wenn es dir hinterher rollt, das stimmt. Also das fand ich ein bisschen enttäuschend. Oh, tatsächlich mal ein sinnvoller Einsatz für Hydration. Genauso wie in Sinnoh, wo die auf diesem Platz hinter dir herlaufen konnten. Aber auch nur ganz bestimmte Pokémon, das war auch irgendwie so... Ja, also wenn ich was zu melden hätte, würden sehr viele unnötige Features zurückkommen. Das könnt ihr mir glauben. Also, auf jeden Fall. Beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, sehr viele Kleinigkeiten gemacht. Hier mal was erkundet, da mal was gemacht, hier auf einem Schiff, da mal einen ehemaligen Champ vermöbelt, da ein bisschen getaucht und so weiter und so fort. Und heute, wie gesagt, machen wir wahrscheinlich eher größere Etappen. Und ich glaube, Zwollock... Ich weiß gar nicht, ob Zwollock rollte. Ich glaube, Zwollock ist hinter dir hergelaufen, oder? Hat aber auch ganz gut funktioniert. Heute, wie gesagt, ein paar größere Etappen auf jeden Fall, wo wir dann vermutlich auch ein bisschen mehr kämpfen können und ein bisschen mehr über alles Mögliche quatschen können. Aber ist ja vielleicht auch ganz schön. Weil letzte Woche war ja die Stream Week, die ihr hoffentlich mitverfolgt habt, wo wir halt sehr viel neuen Stuff ausprobiert haben, wo ich mich dann auch sehr oft konzentrieren musste auf das, was ich da eigentlich getan habe. Und dementsprechend kam ich halt nicht wirklich dazu, über extrem viel anderes zu reden. Sei es jetzt, ich habe mit Mario Sunshine, ich möchte nur betonen, dass ich den Port gecallt habe letzte Woche schon. Sei es, ich habe in Mario Sunshine irgendwelche Wände angespritzt oder ich habe in Hollow Knight irgendwelche Käfer verprügelt oder ich habe in Code Vein irgendetwas Undefinierbares verprügelt. Ich war immer sehr konzentriert bei der Sache und dann kam ich halt nicht so viel dazu, den Chat zu lesen und einfach mal zu quatschen. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt, dass wir heute Pokémon streamen. Ich meine, Pokémon ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so spannend wie am Anfang. Habt ihr eigentlich auf dem Schirm, dass das hier, glaube ich, jetzt schon der, ich bin nicht ganz sicher, 13. oder 14. Pokémon-Stream ist? Überlegt euch mal, wie lange wir da schon dran sitzen. Das ist krass, das kommt mir überhaupt nicht so lange vor. Normalerweise sind wir in 8 Streams, so 8 bis 10, mit den meisten Projekten durch.
Ja, je nachdem. Kirby hatte zum Beispiel auch nur 5 Streams. Viele Pokémon-Projekte haben so 10 Streams. Ne? Aber hier ist schon ein bisschen länger als sonst. Habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Also das war auch, als ich dann... Ich trage ja auf Twitch, da gibt es ja neuerdings auch einen Zeitplan. Da trage ich ja immer auch ein, was nächste Woche gestreamt wird, zusätzlich nochmal. Und ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt im neuen Twitch-Design. Da steht halt auch immer, was gestreamt wird. Und dann trage ich quasi immer ein für jetzt Donnerstag, Datum, Uhrzeit, Pokémon Schwarz 2. Und dann schreibe ich kurz die Nummer dahinter, einfach um es zuordnen zu können. Und da ist mir dann echt aufgefallen, Anfang der Woche oder Ende letzter Woche, dass das tatsächlich jetzt schon, ich weiß nicht, ob es 13 oder 14 war, auf jeden Fall schon sehr viele Streams gewesen sind. Also schon krass. Ich meine, ja, das Spiel ist auch sehr lang, aber allein bis zur Pokémon-Liga war es schon ziemlich viel. Auch ohne After-Story. Da sieht man mal, wie lang das Spiel eigentlich ist. Ja, ich glaube, die meisten... Versa ist einfach richtig glücklich. Ich glaube, die meisten gucken auch nicht unbedingt auf Twitch. Also ich poste den Streamplan ja immer auf Discord. Ich denke, da sehen es die meisten Leute hoffentlich. Da kann ich ja auch potenziell noch sehr viel zu schreiben. Auf Twitter natürlich. Ich denke, da sehen es auch einige Leute. Und ansonsten halt auf YouTube in diesem Community-Tab, was man auf dem Handy, glaube ich, immer auf der Startseite hat. Und am PC müsste man halt explizit draufklicken. Quasi da, wo früher die Kanalkommentare waren, vielleicht ein paar Leute. So die vereinzelten Leute, die einfach nicht von YouTube loslassen können, die sehen es da vielleicht. Aber die gucken auch eher die Stream-Aufzeichnung. Facebook habe ich mir eh mittlerweile komplett geklemmt. Und halt auf Twitch, da gibt es halt lang der... Vielleicht gibt es da auch einen Duden, damit ich sprechen kann. Da gibt es seit dem neuen Design... diesen Unterpunkt mit Infos, wo dann die Panels auch zu sehen sind. Dann gibt es, glaube ich, den Chat halt, wo der Stream ist. Die Videos natürlich. Und jetzt auch den Zeitplan neuerdings, der, glaube ich, echt gut ist für Leute, die sonst keine Streampläne posten. Ich trage es auch immer brav ein. Also wenn ich die Streampläne überall poste, dann trage ich auch auf Twitch ein. Wir streamen Donnerstag Pokémon, Freitag Fire Emblem und so weiter. Ich glaube halt nicht, dass wirklich viele Leute das da sehen. Aber einfach weil. Deswegen, wenn dann Leute kommen und meinen, ich habe die Streampläne nicht gesehen, die Ausrede gilt nicht. Ich poste das überall, außer auf Facebook, aber da würde es sowieso keiner sehen. Ne? Du musst dich noch um die Wäsche kümmern. Das ist ja auch wichtig. Das unterschätzt man auch tatsächlich, wie lange es dauern kann. Aua. Wäsche zu waschen und aufzuhängen und wieder abzuhängen und zu bügeln und wegzuräumen. Oh, das war doch gar nicht so aua. Das ist auch eine wichtige Tätigkeit im Haushalt, die nicht immer Spaß macht. Vor allem, wenn es Socken sind, die man zusammenlegen muss. Das ist ätzend. Ja, man kann die Streampläne eigentlich nicht übersehen. Trotzdem gibt es immer Leute, die dann meinen, ja, ich dachte heute wäre das und das, was gestreamt wird. Und ich dann so, ja, nee, das und das. Ich meine, man kann sich immer, glaube ich, vertun, dass man auf den Streamplan guckt und das dann falsch im Kopf hat. Logisch. Aber es gibt auch einfach Leute, die sehen die Streampläne einfach nicht und gehen davon aus... Ich überlege gerade, da lang oder hier lang? Die gehen davon aus, weil ich diese Woche donnerstags Pokémon gestreamt habe, dass es dann nächste Woche auch wieder so ist. Und wenn es dann nicht der Fall ist, dann sind sie verwirrt. Deswegen, ich kann das irgendwie nicht so ganz verstehen, warum Leute dann... Oh nein, ein Reumkampf. Warum Leute dann meinen, ja, nee, ich habe den Streamplan nicht gesehen. Formeo, Formeo und Formeo. Bist du sicher, dass du nicht vielleicht doch lieber Formeo in den Kampf schicken möchtest? Oder doch Formeo? Bin mir aber nicht sicher. Die wird das Wetter doch jetzt garantiert 1000 Mal ändern oder so. Genauso spannend finde ich es übrigens bei Streamaufzeichnungen, wenn Leute mir dann Tipps geben wollen. Aktuell lade ich ja wieder Paper Mario hoch. Ich lade irgendwie über Paper Mario hoch, weil... irgendwie habe ich sehr viel davon gemacht und ich bin ja jetzt vor allen Dingen auf YouTube erst bei Super Paper Mario. Ich habe ja noch Stickers da, weil es direkt danach kam. Also ich lade immer Paper Mario auf YouTube hoch. Ich mache einfach mal einen Donnerblitz. Oh, ouch. Wobei, wir haben Regen. Wieso macht der im Regen Solarstrahl? Das ist spannend, aber okay. Auf jeden Fall... bin ich ja in Super Paper Mario anfangs nicht so gut klargekommen. Also ging halt alles voll, aber ich brauchte halt so ein bisschen, ne? Und
Ich habe dann einige Leute gehabt, die mir wirklich Tipps geschrieben haben zu diesem Projekt und ich dann immer wieder sagen musste, ich bin schon fertig mit dem Projekt. Ich habe das schon komplett durchgespielt im Stream. Ich habe sogar noch ein zweites Paper Mario in der Zwischenzeit durchgespielt. Die Tipps helfen mir halt nicht. Weil im Normalfall, wenn ich irgendwas auf YouTube hochlade, ist es im Stream schon komplett fertig. Die einzige Ausnahme sind, abgesehen von Release-Projekten, weil da lade ich auch gerne sofort auf YouTube hoch, aber abseits davon, die einzige Ausnahme war Nier Automata und auch nur, weil das Spiel so extrem lang war und ich da halt noch nicht ganz fertig war dann. Und da muss ich immer wieder sagen, es hilft mir nicht, wenn ihr mir jetzt noch Tipps schreibt, weil ich bin eh schon durch. Und dann gibt's Leute, die dann teilweise bei jedem Projekt aufs Neue fragen, ob ich denn schon durch bin oder ob sie mir noch Tipps geben können. Und selbst wenn ich dann sage, dass ich schon durch bin, bekomme ich trotzdem Tipps von diesen Leuten. Das ist so unglaublich hilfreich. Ja. Nein, ich bin immer zu blöd zu bestimmen, in welche Richtung, fragt mich nicht. Wir nehmen mal die Seite hier. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen Tipps, ne? Aber wenn dann so Sachen sind wie, ja, drück doch mal dies und das oder mach das doch so und so. Ich kann ja wirklich nichts damit an. Ugh, schmerzhaft. Ich kann ja wirklich da nichts damit anfangen. Ich habe sogar überlebt. Ist halt auch nur ein Formeo, aber war trotzdem ein bisschen tense. Okay. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nicht die totale Krüppel-Roll. Ja, okay. War doch ein Crit sogar. Den nehme ich. Also das finde ich ja immer etwas sehr fragwürdig. Und unter diesen Leuten, die dann wirklich immer die Streamaufzeichnungen gucken, und versteht mich nicht falsch, ich bin echt dankbar, wenn Leute die Streamaufzeichnungen gucken, weil ich finde, auf YouTube kann man die halt auch ein bisschen angenehmer gucken. Gibt es auch Leute, die meinen, sie gucken lieber auf Twitch, aber die meisten gucken tatsächlich lieber auf YouTube. Und ich sag mal, ich schneide die ja auch immer für YouTube, ich überlege mir Titel, ich beschrifte die vernünftig, ich mache Thumbnails, also ich gebe mir ja schon immer noch Mühe, ne? Und deswegen bin ich halt schon froh, wenn Leute die dann auch gucken, weil ich dann das Gefühl habe, ich mache das nicht komplett umsonst. Also das schon. Ach, hier ist die Brücke, dann doch oben lang. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es auf YouTube sehr viele Leute gibt, die einfach nicht loslassen wollen. Die halt einfach irgendwie sich mit der Idee von Twitch und Livestreams absolut nicht anfreunden können, was in Ordnung ist. Ne? Aber die dann auch wirklich so ein bisschen, wenn ich es mit einem Emote beschreiben müsste, wäre es Baby Rage. Also, die wollen dann aber auch nicht akzeptieren, dass man jetzt nur noch auf Twitch streamt und da auch bleibt und so, ne? Die sind dann immer so, aber wann machst du wieder LPs? LPs sind viel cooler, Twitch ist doof, mach das doch mal wieder. Find das voll doof, dass Let's Plays aussterben. Mi. Also das finde ich halt, ich meine, ist ja okay, wenn Leute sagen, hey, ich kann damit nichts anfangen oder so. Aber, ne? So, ich könnte ja ein Erdbeben machen, weil das würde ja eh nur, wenn dann Laura treffen und die lacht darüber. Und dann möchte ich dieses Kapaloris aber ganz schnell weghaben. Und du kannst eigentlich genauso Erdbeben machen, weil Laura steht da tatsächlich ziemlich gut in der Mitte. Ja, ich glaube auch, dieses große YouTube-Zeitalter ist halt leider einfach vorbei. Und ich muss das auch nicht gut finden, weil ich mochte die YouTube-Zeit sehr gerne. Also ich fand, ja, was war so 2012, 13, 14 war so diese extreme Hochzeit, wo es auch anfing, dass das viele dann auch wirklich hauptberuflich gemacht haben, wo man dann auch die Möglichkeit hatte, mit YouTube Geld zu verdienen, wo man... Warum kann jeder hier Eisstrahl? Ich meine, gut, das ist auch wieder ein Formeo, ich sollte mich nicht beschweren, ne? Aber trotzdem, es muss ja nicht jeder seinem Formeo Eisstrahl beigebracht haben. Wo du dann wirklich viele verschiedene Projekte hattest und super viele Zuschauer dazu gewonnen hast und die Leute auch sehr fleißig beim Kommentarschreiben waren und auch solche Events wie die Gamescom zum Beispiel super unterstützend war, was Let's Player anging und die Presseausweise aus dem Fenster geworfen haben und auch super viele Events mit Let's Playern veranstaltet haben und. Also das war schon cool, auf jeden Fall. Also es war schon ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, wenn YouTube heutzutage immer noch so wäre, weiß nicht, ob ich noch Let's Plays machen würde, wäre mir dann nicht so sicher, weil ich ja überwiegend aufgehört habe, weil YouTube einfach nicht mehr so in meinen Alltag reingepasst hat.
Aber wenn es halt immer noch so extrem attraktiv wäre wie damals, weiß ich nicht, hätte man es vielleicht auch irgendwie trotzdem hinbekommen. Mag sein. Aber es ist halt irgendwann einfach zumindest für den Gaming-Bereich immer unattraktiver geworden. Und dann haben ja auch viele einfach den Schlussstrich gezogen. Wir waren ja nicht die Ersten. Na? Und man sollte letztendlich, glaube ich, zum einen das machen, was einem Spaß macht. Logisch. Das machen, was einen jetzt nicht stresst. Und irgendwann war es mit dem Let's Playen nur mal einfach so, dass es so, ja, nicht mehr ganz reingepasst hat. Dass es einfach sehr viel Zeit eingenommen hat und nicht mehr so flexibel war. Plus, manchmal sollte man das sinkende Schiff auch einfach rechtzeitig verlassen. Und ich glaube, genau das war YouTube einfach. Heiner? Als dieser Wald während eines Krieges zwischen den Menschen durch ein Feuer niederbrannte, wurde ein junges Pokémon von seinen Eltern getrennt. Kobalium, Terrakium und Viridium erkannten, dass es ohne seine Eltern nicht überleben würde und zogen das Pokémon in ihrer Stadt auf. Das dürfte Keldeos sein, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen, also ich bin auf Twitch halt echt glücklich. Ich finde es dann immer nur so ein bisschen... Also ich finde es auch nicht mal schade, wenn Leute dann kommen, ja, mach doch wieder LPs und wann kommen denn wieder LPs? Weil es ist eigentlich eher witzig heutzutage. Aber ich frage mich dann tatsächlich, ich sag dann auch immer wieder, wir haben doch Anfang 2019 das Video gemacht, wo wir erklärt haben, dass wir auf Twitch umsteigen. Und Infovideos werden ja eigentlich auch immer ganz gut angeklickt. Plus seitdem, also gut, ich habe ja noch die Projekte zu Ende gemacht, aber als sie dann zu Ende waren, seitdem kamen nur noch Streamaufzeichnungen. Und ich streame jede Woche, wenn jetzt nicht gerade Urlaub ist. Und ich rede in den Streams aktiv darüber, dass ich keine Let's Plays mehr mache. Wann kommt es bei den Leuten an? Also, das ist halt so mein Punkt. Aber ich stimme zu, es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn dann wirklich so viele Leute gleichzeitig streamen, weil man natürlich schon lieber live dabei ist. Ist natürlich schöner, als das Ganze dann nachzugucken. Gerade wenn man wirklich aktiv auch chattet. Das ist natürlich doof, ne? Wenn jetzt, gut, ja, und ich streame jetzt nicht gleichzeitig, aber wenn jetzt Chris streamt und ich streame und irgendwer anderes streamt, klar, ist dann immer so ein bisschen doof, wenn man sich entscheiden muss. Aber abseits davon... Aber wie gesagt, die Kommentare finde ich immer sehr interessant zu beobachten. Aber ich glaube, das wird auch nie aufhören. Meint ihr, das kommt erst an, wenn ich den Kanal lösche? Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Also zumindest aktuell nicht. Weil ich sag mal, ich habe ja doch sehr stark von YouTube profitiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also abseits davon, dass ich da wirklich sehr viele Jahre ein super, super tolles Hobby hatte, was mir halt wirklich extrem viel Spaß gemacht hat. Ich habe halt so viele Leute dadurch angesprochen, sag ich mal. Und alleine denen gegenüber fände ich es... Also, ist es vielleicht ein bisschen heuchlerisch, das jetzt so zu sagen? Von wegen denen gegenüber fände ich es irgendwie auch unfair, das alles zu löschen. Weil ich ja auch viele meiner alten Let's Plays auf privat gestellt habe. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich nur vereinzelte Projekte runternehme oder den ganzen Kanal. Paralyzed, Dankeschön für 23 Monate Treue. Ansonsten... hat mir das einfach als Person auch extrem weitergeholfen. Also ich bin immer noch nicht die selbstsicherste Person, aber ich glaube schon, dass ich einiges an Selbstbewusstsein durch YouTube getankt habe, weil ich halt früher mit meinem Hobby immer alleine war. Also ich hatte so in meinem Umfeld eigentlich kaum andere Leute, die tatsächlich auch gezockt haben, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Und in meiner Schulzeit, als ich auch angefangen habe zu Let's Playen, war es eigentlich eher so, dass die Leute das belächelt haben, wenn man Gamer war und das nicht wirklich ernst genommen haben. Das heißt, es wurde irgendwie immer so etwas Negatives angesehen. Und das fand ich immer super schade. Und da habe ich mich auch immer so ein bisschen, ja, seltsam gefühlt. Also als wenn ich irgendwas total Dummes tun würde, sag ich mal. Obwohl mir das Zocken immer Spaß gemacht hat. Es wurde einfach von so vielen Leuten als, wie gesagt, seltsam abgestempelt und unnormal und mach doch lieber was Richtiges in deiner Freizeit und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich war halt immer so ein bisschen alleine damit und ich habe es nie aufgegeben. Also ich habe immer weiter das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Aber es hatte halt immer so einen dummen Beigeschmack, ne?
Und auch nicht nur aufs Gaming bezogen, auch in Bezug auf viele andere Dinge habe ich mich einfach nie wirklich sicher gefühlt. Also ich bin immer aus der Reihe getanzt tatsächlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wieso. Aber so mit meiner Art, weil ich halt auch sehr, 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 sehr omega-schüchtern war und sehr zurückhaltend. Also so mit dieser Art und mit dem, was ich in meiner Freizeit gemacht habe und mit der Tatsache, dass ich diesen ganzen Trends von wegen, yay, wir machen jetzt alle Party und wir fangen jetzt alle an zu rauchen und wir kleiden uns jetzt alle so und wir machen uns die Haare alle so. Ich bin diesen ganzen Trends einfach nie nachgegangen. Worauf ich tatsächlich stolz bin, dass ich mich da nie habe verbiegen lassen. Aber auch ein bisschen verwundert, weil ich hatte damals, wie gesagt, einfach überhaupt kein Selbstvertrauen und hätte eigentlich eher gedacht, dass ich mich dem dann auch beugen würde. Aber nein, habe ich tatsächlich nie getan. Es ist halt echt so, dieses macht doch was Richtiges, finde ich auch richtig bescheuert. Aber vor allem, was Richtiges war ja in den Augen dieser Leute dann Party machen. So, ne? Da habe ich dann noch lieber meine Pokémon trainiert, hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich hatte halt wirklich nicht viel Selbstvertrauen früher. Also meine Schulzeit war in einigen Punkten sehr grottig, auf was ich jetzt nicht konkret eingehen möchte, weil das sehr traurig wäre und brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Aber auf jeden Fall hat mir YouTube halt, wie gesagt, geholfen, mich irgendwie selber aufzubauen, weil ich plötzlich Leute um mich herum hatte, die das Hobby mit mir geteilt haben, die sich mit mir ausgetauscht haben und die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht alleine bin mit dem, was ich halt gerne mag. Und die im Umkehrschluss ja das mochten, was ich gemacht habe. Also sie mochten, wie ich gespielt habe und wie ich kommentiert habe und so. Und das hat halt auch enorm geholfen, irgendwie so das Gefühl zu entwickeln, dass es tatsächlich was gibt, was ich richtig mache, sag ich mal. Und das fand ich einfach immer sehr, sehr schön. Deswegen hat mir das, wie gesagt, als Mensch auch sehr weitergeholfen, wie gesagt, mich selber aufzubauen, ein bisschen über meine Grenzen hinauszugehen, mich selber auch besser kennenzulernen, auch keine Angst vor dem zu haben, was ich mache. Und konkret beispielsweise, ich war, wie gesagt, super, super schüchtern. Und das war auch immer noch. Also heutzutage bin ich auch noch eigentlich eher schüchtern. Aber ich kann das abschalten, tatsächlich. Und das hat mir beispielsweise in meiner mündlichen Abiturprüfung so extrem gut geholfen, weil ich im Unterricht wirklich nie was gesagt habe. Ich habe mich nie getraut, irgendwas zu sagen. Und bei meiner mündlichen Abi-Prüfung habe ich einfach die ganze, ich weiß gar nicht, halbe Stunde oder so, durchgelabert. Und die Lehrer, die dann dabei saßen, das waren, glaube ich, drei, also der Prüfer und dann noch zwei andere, die waren so geschockt, weil die mich so einfach gar nicht kannten und meinten dann hinterher so, Mädel, seit wann kannst du reden? Also das hat mir halt auch auf persönlicher Ebene echt geholfen. Ich habe es ja so keinem erzählt, dass ich Let's Plays mache, ne? Aber ja, hat mir echt total geholfen, dann auch so ein bisschen das Reden zu lernen und meine Gedanken irgendwie rauszulassen und ja. Deswegen, also das hat mir, wie gesagt, auf persönlicher Ebene total weitergeholfen. Dann hat man natürlich auch gewisse Privilegien gehabt in Bezug auf die Gamescom. Also ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre Pressetickets bekommen, die komplett umsonst sind, muss man dazu sagen. Pressetickets muss man nicht bezahlen. Plus man kommt dann am Pressetag rein, plus man kommt früher morgens rein, also halt schon ziemlich nett. Und man hätte sogar einen Parkplatz bekommen, aber den brauchten wir nicht. Wir sind eben mit dem Zug angereist. Und danach die Jahre habe ich halt zumindest Fachbesuchertickets bekommen. Die musste ich zwar bezahlen, aber ich hatte dann zumindest die ganzen anderen Dinge. Ich habe auch schon einige Spiele von Nintendo mal zugeschickt bekommen. Teilweise nicht nur vor Release, bevor sie es umgeändert haben und es nicht mehr gemacht haben, weil sich manche Leute nicht ans Embargo halten konnten. Aber früher, ich hatte zum Beispiel Fire Emblem Fates, glaube ich, 6 Wochen vor Release. Das war aber auch das längste. Also ich weiß, manche Dinge habe ich auch wirklich nur so 2 Tage vorher bekommen. Vor allen Dingen Pokémon. Pokémon war immer sehr kritisch. Also Pokémon gab es wirklich immer nur so 2-3 Tage vor Release maximal. Aber ich weiß, dass ich, wie gesagt, sowas wie Fates oder so schon ein ganzes Stück vorher bekommen habe. Also wie gesagt, 6 Wochen war so wirklich das absolute Maximum. Aber auch so Fire Emblem Warriors zum Beispiel oder so habe ich auch, glaube ich, 2 Wochen vorher bekommen. Plus, die Sachen sind ja alle kostenlos gewesen. Was natürlich auch extrem nett war. Nur wie gesagt, bei Fates war das halt voll cool, weil ich quasi, ich habe Download-Codes bekommen für Herrschaft, Vermächtnis und Offenbarung. Und ein ganzes Stück später, ein paar Wochen oder so, habe ich noch Download-Codes bekommen für alle DLCs. Das war so geil. Also das war schon cool.
Problem ist, ich habe das dann auch so kommuniziert, so hey, ich habe da schon mal Fades bekommen, voll geil und so, ich kann es halt schon mal aufnehmen für euch, aber ich lade es erst zu Release hoch. Und dann wurde ich geflamed von Leuten. Also ich erinnere mich an eine Person, die irgendwie meinte, weil ich hatte nicht geschrieben, was es ist, ich hatte nur geschrieben, dass ich ein Spiel früher bekommen habe. Und ich weiß, eine Person hat sich so extrem darüber aufgeregt und gemeint, boah, wenn das jetzt Fates ist, ne, ich schwöre dir, ich blockiere dich auf allen Plattformen und entfolge dir überall und hasse dich bis an dein Lebensende. Aber richtig todernst einfach geschrieben und ich dachte mir so, okay, dann sage ich nicht, dass es Fates ist und wir belassen es dabei. Also das war schon spannend. Aber so war das schon ganz cool, auf jeden Fall. Plus, und das ist das Allerwichtigste, ich habe ja super viele Leute kennengelernt durch das Let's Playen. Ich meine, zum einen, ich habe meinen Mann kennengelernt durch das Let's Playen. Ich habe meine besten Freunde kennengelernt. Ich habe die ganzen Wachdienstler kennengelernt, die mittlerweile auch gute Freunde von mir sind. Ich habe euch alle kennengelernt. Und das ist somit der größte Punkt. Ich habe so viele geile Leute kennengelernt. Ich habe auch genug Idioten kennengelernt. Das stimmt. Aber darüber kann man heutzutage wenigstens lachen. Aber wie gesagt, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Und allein dafür, um auf den Punkt vom Anfang nochmal zurückzukommen, könnte ich diesen YouTube-Kanal nicht einfach guten Gewissens irgendwie vergammeln lassen oder löschen, weil da einfach so viel Erinnerung dran hängt und so viel Gutes. Also das wäre schon hart. Und das wäre auch irgendwie sehr undankbar. Das ist halt einfach ein sehr, sehr großer Teil meiner Vergangenheit, der mir, wie gesagt, persönlich super viel gegeben hat. Und dementsprechend werde ich da auch immer dankbar für sein. Aber eben auch für alles, was natürlich hier auf Twitch passiert. Na? Ich meine, ich weiß auch, dass viele Leute durch diese Community von Jan und von mir viele Freunde gefunden haben, vielleicht sogar auch einen Partner. Vielleicht irgendwelche Grüppchen sich gebildet haben, wo jetzt regelmäßig zusammen gezockt wird und. Also ich weiß, dass es auch vielen Leuten, die uns zuschauen, eventuell weitergeholfen hat. Wie gesagt, entweder um Kontakte zu knüpfen oder um sich persönlich auch einfach besser zu fühlen, weil man einfach dann einen Ort gefunden hat, wo man eben nicht verurteilt wird für das, was man tut. Und da bin ich auch super, super glücklich drüber. Auf jeden Fall. Also das würde ich auch irgendwie, glaube ich, nie, weiß nicht, schlecht reden wollen. Na? Ich weiß gar nicht, warum ihr euch da alle gerade so anhmmt. Also, ich weiß von nichts.